Nachdem eine Kaltfront am Freitag schon weite Teile Deutschlands überquert hat, wird sich am Wochenende ein neues Hochdruckgebiet durchsetzen. Damit willkommen zum Wochenendwetter. Und wir wollen zunächst mal direkt auf die Nacht zum Samstag schauen, denn da wird es hinter der Kaltfront doch schon richtig kalt werden in der Nacht. Wir sehen aber noch, die Kaltfront legt sich dann noch so über den Süden Deutschlands, zieht hier so langsam Richtung Alpen aus der dichten Wolkendecke. Hier und da noch mal etwas Regen oder Nieselregen und auch an der Nordsee noch ein paar Schauer dazwischen. Da klart der Himmel aber in weiten Teilen Deutschlands auf. Der Wind wird schwächer, schläft ein. Ja, und dann wird es eben kalt. Wir sehen hier die Temperaturen teilweise schon hier im blauen Bereich um die 0 Grad, besonders so im Mittelgebirgsraum. Aber auch sonst verbreitet einstellige Tiefstwerte, häufig dann schon so um die 5 Grad oder sogar teilweise Richtung 0 Grad. Ja, wie sieht es dann aus am Samstag? Wir sehen, das Hochdruckgebiet setzt sich durch. Die Kaltfront wird noch so anfangs an den Alpen liegen. Hier noch mal ein paar dichte Wolken, Regentropfen. Das löst sich aber im Tagesverlauf bis zum Nachmittag alles weitgehend auf an den Alpen. Und dann kommt eben auch hier die Sonne durch. Ansonsten natürlich anfangs, wie das jetzt so ist bei einem Hochdruckgebiet im Herbst, dass es anfangs einige Nebelfelder in den Tälern gibt, in den Niederungen, in den Flusstälern, aber die lösen sich dann doch recht schnell auf, die werden auch nicht verbreitet auftreten. Ja, und dann kommt eben neben einigen Schleierwolken recht verbreitet die Sonne im Tagesverlauf zum Vorschein. Im Norden, da wird es noch etwas wechselhafter, hier ziehen noch mal ein paar Schauer durch, vor allem so zwischen Nordsee und Ostsee, Schleswig-Holstein auch, also hier doch etwas wechselhafteres Wetter im Norden. Die Temperaturen dann doch recht verbreitet, unter 20 Grad, wir sehen es meistens so zwischen 15 und 19 Grad, je nachdem, wie natürlich die Sonne durchkommt. Im äußersten Norden unter den Wolken mit den Schauern wird es dann sozusagen am kältesten. Dann die Nacht zum Sonntag, die wird dann noch mal ein Ticken kälter. Wir sehen hier die Temperaturen recht verbreitet, klart der Himmel auf und dann eben gehen die Temperaturen verbreitet auf um die 0 Grad zurück. Also vor allem im Mittelgebirgsraum leichter Frost sogar möglich, ansonsten meistens zwischen 5 und 0 Grad. Und Bodenfrost, der wird eben häufiger Thema werden, also vor allem empfindliche Pflanzen mal ein bisschen aufgepasst, die so auf dem Boden sind. Da kann es natürlich dann schon mal etwas kritischer werden sozusagen. Dann werden wir aber am Sonntag mit viel Sonnenschein belohnt. Wieder anfangs natürlich einige Nebelfelder in den Flusstälern vor allem, die sich dann mal etwas länger halten können, auch so Richtung Donau, Bodensee. Also da kann es sein, dass es mal anfangs trüb ist, aber im Tagesverlauf setzt sich die Sonne recht verbreitet durch, wird verbreitet scheinen. Nur wiederum im äußersten Norden, da sehen wir eben, dass vor allem so Richtung dänische Grenze, Richtung Nordsee, Nordfriesland, hier nochmal etwas wechselhafter mit ein paar dichteren Wolken. Hier kommt nämlich ein neuer Tiefausläufer dann so Richtung Nachmittag an, schiebt so ein paar Wolken auch noch Richtung Landesinnere, so Richtung Niedersachsen, Hamburg, Richtung Nachmittag und Abend dann rein. Ansonsten, wie gesagt, viel Sonnenschein und wir sehen auch recht große Temperaturunterschiede im äußersten Süden und Südwesten, vor allem so Richtung Südbayern, Richtung Breisgau, aber auch so am Hochrhein. Da wird es doch ziemlich warm werden schon im Tagesverlauf. Die Höchstwerte dann so zwischen 24 und vielleicht sogar knapp 25 Grad im äußersten Südwesten. Aber eben, je weiter man nach Norden kommt, doch etwas frischer. Die 20-Grad-Marke werden wir hier kaum erreichen. Man muss natürlich auch bedenken bei den Höchstwerten, ich finde es immer einen recht wichtigen Hinweis, die werden jetzt gerade zu dieser Jahreszeit nachmittags mal kurz für ein, zwei Stunden erreicht. Es dauert natürlich, bis wir nach dieser kalten Nacht überhaupt mal nachmittags die Höchstwerte erreichen. Also den Großteil des Tages wird es natürlich deutlich kälter sein als diese Höchstwerte, die ich angegeben habe. Wir kommen ja morgens aus dieser kalten Nacht dann eben raus mit teilweise nur so knapp über 0 oder um 0 Grad. Und bis es dann eben rauf geht, bis zum Mittag, frühen Nachmittag, klettern die Temperaturen nur so ganz langsam rauf. Also morgens wird es dann doch schon ziemlich frisch werden. Das war es erstmal fürs Wochenendwetter. Ich werde natürlich am Montag den Wochenausblick machen. Schon mal kurz einen Blick Richtung Montag. Da wird uns wahrscheinlich ein neues Tief erreichen. Es wird wechselhafter mit einigen Schauern. Sogar mal Graupelschauer, kurze Gewitter sind möglich. Also wechselhafteres Wetter zum Wochenbeginn. Dann wünsche ich ein schönes Wochenende. Bis dann und ciao.